Ich möchte niemanden kränken und schon gar nicht gläubige Christen beleidigen, aber was jetzt in Deutschland passiert, erinnert mich doch an die Geschichte von der unbefleckten Empfängnis, die dann mit einer jungfräulichen Geburt zu Ende ging. Nach unseren heutigen Vorstellungen kaum annehmbar. Aber das Beispiel lebt fort, nämlich in der Wirtschaftspolitik der Regierung. Ich habe die Übersicht verloren, wie viele Rettungspakete, Entlastungspakete, Abwehrschirme, Rettungsschirme und Hilfsmaßnahmen es gibt. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der da die Übersicht verloren hat. Ich weiß nur eins, fürs nächste Jahr wird es einen Haushalt von 470 Milliarden Euro geben, eine erhebliche Steigerung verglichen mit dem Haushalt für dieses Jahr. Und dann gibt es noch die sogenannten Sondervermögen, die die Bundesregierung auf eine wundersame Weise kreiert hat. Auch ein anderes biblisches Wunder, die Speisung der 5000 mit zwei Fischen und ein paar Laiben Brot. So, und dieses Wunderwerk bringt die Regierung jetzt fertig. Sie stellt einen Rettungsschirm nach den anderen auf und nennt das Sondervermögen. Und es ist der erste Fall in der Geschichte, dass Schulden Sondervermögen heißen. Es werden Sondervermögen angehäuft. Ich glaube, in Höhe inzwischen von ebenfalls 400 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, es gibt Überlegungen, wer das jemals zurückzahlen soll. Wahrscheinlich wird es niemals jemand zurückzahlen können, aber es hört sich schon mal gut an. Ich habe da einen grausamen Verdacht, den ich gerne mal zur Diskussion stellen möchte, sozusagen als Denkanstoß. Es jährt sich nächstes Jahr ein ganz bedeutendes Ereignis der deutschen Geschichte, nämlich die Hyperinflation der Jahre 1922, 23. Und wie wir aus dem Schulunterricht noch wissen, hat damals ein Laib Brot irgendwie eine Milliarde oder eine Billion Mark gekostet, was ja auch keinen Unterschied mehr ausmachte. Und jetzt nehmen wir sozusagen den Anlauf, um dieses Ereignis zu reinszenieren. Es ist eine Art von Gedenkpolitik. Wir gedenken ja an viele Ereignisse. Wir gedenken der Reichskristallnacht, der Ausrufung der Republik, des Mauerfalls, des Marsches von Hitler auf die Feldherrnhalle. Und jetzt kommt noch ein anderes wichtiges historisches Datum dazu, die Hyperinflation in den 20er Jahren. Und das muss man sich mal überlegen. Mir ist das erst vor kurzem überhaupt aufgefallen. Es sind 100 Jahre her. Und ich denke, damit könnte man die Finanz- und Budgetpolitik der Bundesregierung erklären. Die bereiten sich auf die Jubiläumsfeiern vor. Und die werden nur sagen, das ist unsere historische Aufgabe, an diese Zeit zu erinnern. Und ja, die Anfänge sind schon getan. Und diese ganze Kombo von der Schaffung von Geld ohne jeden Wert, ohne jede Wertschöpfung oder jede ökonomische Mehrleistung, verbunden mit der unbegrenzten Ausgabe, das sind alles Wundererscheinungen. Und so gesehen funktioniert das eigentlich inzwischen ganz gut, bis es eines Tages zusammenkracht. Weil man kann alle Leute eine Zeit lang für dumm verkaufen. Aber nicht für alle Zeiten.